eBay Kleinanzeigen. Ein Ort der Kultur. Ein Ort des Austauschs. Ein Ort, auf dem man einfach unglaublich gerne unterwegs ist. Und genau deshalb, meine Freunde, habe ich mir gedacht, schaue ich mir heute mal das Reddit Was letzte Preis an. Den finde ich heftig, Digga. Ihr kennt sicherlich alle das eBay Kleinanzeigen-Meme. Was letzte Preis? Und genau da werden wir heute mal ein bisschen einsteigen. Mal schauen, was überhaupt so auf eBay Kleinanzeigen abgeht. Weil, meine Freunde, ihr wisst es, ich bin extrem, extrem wohlhabend. Ich muss nicht auf eBay Kleinanzeigen gehen. Ich kaufe meine Sachen einfach alle neu. Grüße gerne raus. Super sympathischer Move. Grüße an der Stelle auch an alle anderen YouTuber, die das schon 20 Mal vor mir gemacht haben, aber behaupten, eBay Kleinanzeigen regelmäßig zu nutzen. Ich weiß, dass es nicht stimmt. So, ich würde sagen, meine Freunde, wir schauen einfach mal ganz kurz rein und gucken mal, was es hier zu kaufen gibt. Zwar gibt es hier eine Männerhandtasche von Louis Vuitton. Verkauf hier eine Männerhandtasche aus der neuen Kollektion von Louis Vuitton. Die Handtasche wird nur Männer verkauft, die mindestens einen 44er Bizeps haben. Klingt mir, ehrlich gesagt, nach einer sehr, sehr praktischen Aufbewahrungsmöglichkeit. Ich meine, man kann ja hier wirklich eine Menge reintun. Man sieht das hier vielleicht, das ist eine absolut praktische Handtasche. Die würde ich auf jeden Fall liebend gerne selber tragen. Für einen 44er Bizeps, ja, da fehlt, glaube ich, noch echt ein bisschen. Ich glaube, ich bin gerade so bei 10. Aber ich meine so an sich, wer weiß, vielleicht wird es ja irgendwann und ich kann mir endlich eine Louis Vuitton Handtasche kaufen. Meiner Meinung nach sogar deutlich schöner als eine Louis Vuitton Handtasche. Jezreel US, Größe hier oben, okay. Was kann man preislich noch machen? Nichts leider. Wieso ist dann Verhandlungsbasis im Preis? Irreführung, arglistige Täuschung. Ja, wow, okay, wir können noch verhandeln auf 250 Euro. Das wird zur Anzeige führen. Habe einen Screenshot. Hoch lebe der Rechtsschutz. Perfekt. Da auf jeden Fall an den größten Allmann der Welt geraten. Was letzte Rechtsschutz? Ja, was soll ich sagen, Leute? Wenn ihr da Verhandlungsbasis in den Titel schreibt, dann müsst ihr auch verhandeln. Das ist ganz klar. Inwiefern ihr da jetzt auch bereit seid zu verhandeln, das ist nicht euch überlassen, sondern tatsächlich dann der Rechtsschutzversicherung desjenigen, die euch dann anzeigt. Perfekt. Deshalb eBay Kleinanzeigen, komplettes Allmann-Gehege, wirklich. Aha, hier haben wir die Schnibbel-Schnibbel-Reihe im Angebot. Die ist tatsächlich auch unter dem Namen Saw erhältlich, aber in dem Falle hier unter dem Namen Schnibbel Schnibbel. Ja, Saw wäre ja rein übersetzt jetzt die Segel gewesen, aber Schnibbel Schnibbel Reihe trifft es auch ganz gut. 80 Euro Verhandlungsbasis, wie gesagt, ganz wichtig, wenn du 80 Euro Verhandlungsbasis hast, mein Bruder, dann musst du auch verhandeln, denn sonst geht es ja auf jeden Fall direkt ins Gefängnis. DVD Adamsäpfel. Ich würde die von denen nehmen, bin aber behindert und habe keinen Führerschein und kann dir nicht abholen und habe kein Geld und kann dir nicht bezahlen. Ja, schade drum, Alter. Wirklich schade, Alter. Das ist natürlich jetzt eine extrem, extrem traurige Geschichte. Was soll man dazu sagen? Was letzte Story? Adamsäpfel. Ich weiß noch, Adamsäpfel? Was ist die Adamsäpfel-DVD? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall beileid an den Typen, der leider behindert ist, keinen Führerschein hat und nicht abholen kann und auch kein Geld hat und den ich bezahlen kann. Ich sag mal so, lass dir doch einfach von dem Dude zuschicken umsonst. Ich meine, der hat ja sicherlich nicht vor, auf eBay Kleinanzeigen damit Geld zu verdienen. Der wollt ihr sicherlich an irgendwen verschenken. Perfekt. Hier haben wir einen Aktienvernichter. Damit können tatsächlich, und das ist Fakt, wirklich auch nur Aktien geschreddert werden. Alles, was über Aktien hinausgeht, also normales Papier, Testamente, Sterbeurkunden, kleine Kinder, Kätzchen oder sonstige Lebewesen, dürfen damit nicht geschreddert werden. Dafür gibt es ein Kätzchen, kleine Kinder oder sonstiges Schredder oder einen normalen Aktenvernichter. Mit einem Aktienvernichter darf man wirklich nur ausgediente Wertpapiere der Deutschen Telekom schreddern. Ich bin Marcel Davis. Mehr nicht, meine Freunde. Mehr nicht. Also, Grüße gehen raus an den, übrigens an Standardskill. Vielleicht angebracht, einen Krypto-Coin-Vernichter zu machen. Standardskill, wenn ich dich getroffen habe, schrei bitte einmal Aua. Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Perfekt, machen wir einfach weiter. Guten Tag, 170 Euro bitte. 175 Euro ist meine absolute Schmerzgrenze. Mit freundlichen Grüßen. Okay, 180 Euro. Verhandlungsprofi, ey! Also der Handelsmann auf jeden Fall an der Stelle hier. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, Leute. Der Boy hat auf jeden Fall maximal Ahnung und weiß definitiv, wie man ein gutes Geschäft führt. Monet! Ich weiß nicht, ob JB, aka Justin Bieber, sich hier im Klaren ist, dass er das Geld nicht erhält, sondern er das Geld tatsächlich zahlt. Aber ich meine, ganz ehrlich, warum sollte er auch? Das sollte schon passen. Handelsmann, Grüße geht raus an dich an der Stelle. Rosen sind rot, meine belegten Brote sind immer lecker. Deswegen nennt man meine Küche auch das Sandwich-Mecker. Sau dumm. Sau dumm. Auch immer so ein Ding, der Sandwich-Mecker, Leute. Es ist kein Sandwich-Maker, sondern ein Sandwich. Ein Sandwich-Mecker. Jeder kennt's, das liegt tatsächlich im Nahen Osten. Ist genau so anzusehen und das große Heiligtum. Darüber macht man keine Witze, meine Freunde. Ich lass lieber den Joke, wir machen einfach weiter. Verkaufe einen dicken Huhn. Einen dicken Huhn zu verkaufen, hört nicht auf seinen Namen oder sonstige Kommandos. Kann nicht fliegen. Das ist halt das Ding, dass Hühner meistens sich auf Kommandos hören, nicht auf ihre Namen hören und tatsächlich auch nicht fliegen können. Das ist nun mal bei Hühnern der Fall. 32 Euro Verhandlungsbasis finde ich ein bisschen unverschämt, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Discounter gibt es einen Huhn tiefgefroren für 1,99 und das ist komplett der richtige Preis. Hier bitte einmal ganz kurz ein großes Ironiezeichen hochhalten. Danke.
Verkaufe meinen Hähner. Ja, da geht's der nächste schon wieder mit der Geflügelware an den Start. Art Gartengeräte. Ja, ist in meinen Augen ein Gartengerät, der Hähner. Ich verkaufe leider schweren Herzens meinen Hähner, weil ich in einer neuen Wohnung keinen Garten habe. Er ist fast 2 Jahre alt und meistens sehr lieb. Leider ist er morgens sehr laut und leckt auch keine Eier. Kein Versand. Und leck auch keine Eier. Gut, ich weiß nicht, ob man sich von einem Hahn die Eier lecken lassen sollte. Vielleicht wollte der Kerl aber auch schreiben, dass der Hahn oder der Hähner hier keine Eier legt. Ich weiß es nicht. Das Gartengerät für 50 Euro zu verkaufen, finde ich ein bisschen dreist. Ich glaube, ein Hahn kostet im Durchschnitt, wir können ja mal was gucken, was kostet ein Hahn? Ja, Leute, was kostet ein Hahn? Perfekt, ich habe Hahn ohne H geschrieben. Grüße geht raus an meinen Sonderschulabschluss. Ja, Junghähne für 5 Euro, Leute. 15 Euro. Da ist der Hähner hier auf jeden Fall für 5 Euro absolut überteuert. Leider ist er morgens sehr laut. Ja, das könnte sicherlich nicht daran liegen, dass Hähne morgens krähen. Das ist wahrscheinlich einfach nur ein Erziehungsfehler. Ab in die Hahnschule mit dem Kerl. 2 Teppiche in der Farbe Beige. Hallo, ich verkaufe hier 2 Teppiche in der Farbe Beige. Mit Glitzer müssen sie beide gereinigt werden. Sie haben Flecken, aber die man rausbekommt. Ein großer Teppich in der Größe 160x220, der kleinere. Ja, Leute, die Farbe Beige. Wer liebt's nicht? Wer liebt's nicht? Also Beige ist auf jeden Fall meine absolute Lieblingsfarbe. Beige mag ich auch sehr gerne, aber Beige finde ich deutlich besser. Ist natürlich blöd, dass wir hier wieder ein SCH drin haben. Da bin ich auf jeden Fall wieder raus. Dass die beiden Glitzer haben und beide gereinigt werden müssen, sie haben Flecken, die man rausbekommt, ist doch super. Den würde ich mir auf jeden Fall koppen und nicht ins Zimmer legen. Okay. Nintendo NES. Gott zum Gruße, Edelsmann. Okay, mittelalterliche Musik. Gott zum Gruße, Edelsmann, verratet mir, zu welchem Preise könnte dieser Spieleapparat in meinem Besitz erlangen? Welche quickende Wortwahl! 70 Silberlinge, wie angepriesen, verzeiht meiner Nachfrage. Den Spieleapparat konnte ich auf verschiedenen Märkten bereits für 60 Silberlinge erblicken. Euch sei der Frevel verziehen. Da dies ein Geschäft unter Edelmännern ist, würden wir auf 60 Silberlinge aus ihrer Geldkatze genügen. Mein Herz pocht vor Erquickung, hab Dank. So teilt mir den Ort eures Lagers mit, auf das ich den Apparat in Empfang nehmen kann. Ja, Leute, der Edelmannhandel. Man kennt ihn, wenn zwischen 2 Edelmännern gehandelt wird, dann gibt es ja auch nochmal richtig fette Rabatte. Extrem nice, da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Und 70 Silberlinge für Nintendo NES für diesen Spielapparat oder 60 Silberlinge dann mit Rabatt, absolut faires Angebot. Bildzeichnung von ihren Haustieren. Preis variiert in der Fundmaß von Bild, Mindestpreis auf 15 Euro, bei Interesse gerne schreiben. Bild dient als Beispiel. Gut, ob ich dafür jetzt 15 Euro bezahlen würde, ist eher fraglich. Die würde ich auf jeden Fall mitnehmen. iPhone 7 Handyhüllen. Beide sind sauber und auf dem durchsichtigen ist Braun James von den LA Lakers. Ja, Braun James. Wer kennt ihn nicht? LeBron James ist es sicherlich nicht, sondern Braun James von den LA Lakers. Ja, gut. Da brauche ich an der Stelle einfach nicht mehr zu sagen. Ich glaube, da ist auf jeden Fall das letzte Basketball am Start. Hallo, was wäre Ihre letzte Schmerzpreis? Der letzte Schmerzpreis? 60 Euro. Meine Grenze ist 75. Untermache ich nicht. Ja, einverstanden. Okay. Moment mal. Also der Kerl fragt hier gerade, was ist der letzte Schmerzpreis? Also für was würde er am wenigsten verkaufen? Er sagt 60 Euro. Er sagt, nein. Mein letzter Schmerzpreis ist 70. Und drunter macht er es nicht. Und er sagt, okay, einverstanden. Okay. Ja, auch hier wieder der Handelsmann am Start. 15 Euro mehr auf jeden Fall für diese wunderschöne Babyschaukel Hip-Hop. Genau, da kann man sich sicherlich denken, dass der Kerl auf jeden Fall sehr viel Hip-Hop in seiner Freizeit hören wird. Wahrscheinlich weiß er nicht mal, dass es eine Babyschaukel ist. Eine Labalampe. Ja, ist halt ohne Birne, ne? Ja. Ja, ist halt kaputt, ist halt ohne Birne. Kann man sich eigentlich schenken. Also, die gibt zu verschenken, die Labalampe. Extrem nervig, weil die hat nachts einfach anfängt zu talken. Aber da die ohne Birne hat, leuchtet sie. Da sie keine Birne hat, leuchtet sie immerhin nicht. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Alter, ganz ehrlich, Digga. Art Unterhaltungsliteratur. Genau da sehe ich die Labalampe auch. eBay Kleinanzeigen. Maximal mystisch, was da für Leute rumlaufen. Wirklich. Ich würde am liebsten mal so ein eBay Kleinanzeigen-Nutzertreffen machen. Und 200 Leute in einer Lagerhalle und jeder bringt seine Labalampe mit und dann wird gehandelt. Deckel von einer Hochwald-Sprudel-Medium-Flasche. 1 Euro. Ist eigentlich fair, meine Freunde. Denn wie gesagt, man kennt das ja, man hat ja so eine Flasche, so eine ganz normale Wasserflasche und dann fehlt einem aber der Deckel und dann gibt es natürlich einzige Edelmänner, die dann auch in der Lage sind, diesen Deckel hier wieder zu verkaufen. Das finde ich extrem nice und ich hoffe mal, dass der Boy auf jeden Fall mit seinem Geschäft hier ganz, ganz groß rausgekommen ist und richtig viel Geld gemacht hat, Alter. Also das ist auf jeden Fall fair, finde ich sehr gut. 1 Euro würde ich dafür definitiv bezahlen, ganz klar. Auto aus tierfreiem Nichtraucherhaushalt. Siehe Bilder, unsichtbares Auto. Okay. Weiß ich jetzt nicht, ob ich mir das unbedingt kaufen würde. Es qualmt schon doch ziemlich, aber es ist ein tierfreier Nichtraucherhaushalt. Siehe Bilder, unsichtbares Auto. Ja, also wenn das Auto unsichtbar ist, ganz ehrlich, Leute, für 999 Euro das unsichtbare Boot, um mich von SpongeBob sich reinzugönnen, würde ich sagen, da auf jeden Fall direkt zuschlagen, reinkaufen, überfallen.
Genau, das war die Polizeisirene, die dann später kommt. Nee, würde ich auf jeden Fall nehmen. Finde ich ein extrem starkes Angebot. Danke dafür an der Stelle. Und das war's auch zum Glück wieder. Ich bin hier maximal verwirrt. Ich verstehe nicht, wie eBay Kleinanzeigen funktioniert. Vielleicht ist es an der Zeit für mich auch mal einen eBay Kleinanzeigen-Account zu machen und das eine oder andere gut auf eBay Kleinanzeigen einzustellen bzw. zu verkaufen. Wenn ihr das wollt, meine Freunde, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Übrigens wird die Verlosung bzw. der Verkauf von diesem wunderbaren Ding, was wir bei Wenn ich du wäre hatten, der Steckerleiste, das hätte ich jetzt demnächst zum Abschluss gemacht. Wir sind gerade mit einigen Leuten im Kontakt und ich glaube, unser Höchstgebot liegt bei... Ja, ihr habt es hier gesehen, ich weiß es nicht. Tobi handelt das gerade, keine Ahnung. Ich bin an der Stelle raus, meine Freunde. Freut euch über die Steckerleiste samt Autogrammkarte für einen guten Zweck. Und ja, macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Ciao.